gefahren, höre ich halt überhaupt nichts. Ich hör's dir, der hinter mir fährt mir auch gleich in den Zeck rein. Wir werfen das mal eben. Irgendwann kommt da Routine rein, Struktur, bin mir sicher. Oh, guck mal da, da kommt was. Da kommt was, da kommt was. Dann begrüße ich euch herzlich zu unserem ersten Video hier auf Bafmo. Unser neues Format Drive and Talk. Diejenigen, die unseren Podcast nicht angeguckt haben oder angehört haben, wie auch immer. Ich bin der Hardy. Ihr kennt mich vielleicht so aus dem... Ja, aus dem Video kennt ihr mich nicht. Da war ich immer bisher nur hinter der Kamera. Ja, jetzt ist alles ein bisschen anders da, ne? Migos fort. Im Endeffekt sind wir so der Nachwuchs, würde ich jetzt sagen. Stark. Ich würde Nachwuchs sagen, oder? Die richtige Wortwahl. Die richtige Wortwahl, ja. Passt. Gut, Inu ist schon ein bisschen älter wie wir. Also könnte ich sagen, also würde ich sagen, ja, Nachwuchs. Er ist jetzt nicht so alt. Aber er wird sich freuen. Er wird sich freuen. Toll. Super funktioniert. Fängt super an, gell? Ich habe vorher mal Social Media Mod gemacht. Also ihr habt vielleicht mal mit mir geschrieben. Der eine oder andere kennt mich vielleicht mal aus einer Story oder sowas. Nichts großartig Besonderes. Aber vielleicht habt ihr mich schon mal gesehen. Mich kennt ihr noch gar nicht. Bis auf die ersten ein, zwei Videos habe ich alle anderen Videos auf Boxengasse geschnitten, bis sie dann aufgehört haben zu Livestreamen. Die ganzen Highlight-Videos, ne? Richtig, genau. Diesen Glitzer, ich finde ihn irgendwie ganz komisch. Da ist immer vorne dran ein Schild, 30 für LKWs. Das verunsichert mich jedes Mal, wie schnell darf ich hier eigentlich fahren? Jedes Mal. Ich weiß, eigentlich 50, ne? Aber ja, einfach ausprobieren. Großer Gott. Ist das Kühlwasser oder Wischwasser? Das ist Kühlwasser. Da ist irgendein Sensor hier, weil das Kühlwasser sprudelt förmlich raus. Das kann gar nicht das Kühlwasser sein. Schön. Ja, also Videoformat Drive and Talk. Eigentlich haben wir es auch schon im Podcast erzählt, aber wie gesagt, für die Leute, die den Podcast nicht geguckt haben. Ist ein Fehler, finde ich. Ist ein Fehler. Definitiv. Ist ein guter Podcast. Du bist ja am Benz gefahren. Ich fahre auch immer noch Benz. Oder beziehungsweise Alter, immer noch, ja. Und ich persönlich würde mir wahrscheinlich, wenn es geht, auch immer einen Benz kaufen für den Alltag. Ja, siehst du. Also weniger Ölverlust, oder? Wie? Kein Ölverlust. Okay. Ihr kommt jetzt auch, glaube ich, hier? Oder hier. Und sucht euch aus. Irgendwo wird es erscheinen. Das tolle i für den Podcast. Gerne reinhören. Bafmo wird sich jetzt grundsätzlich nicht großartig verändern. Jawohl, das ist eigentlich falsch. Also die Videos werden sich schon verändern. Unsere Videos sind halt neu. Ne? Also genau. Es wird sich Bafmo halt verändern in Form von unseren Videos und dem Podcast. Aber ihr kriegt natürlich wie gewöhnlich die GWTs. Genau. Informationsvideos, so wie ihr es gewohnt seid von Bafmo. Wir bieten jetzt hier einfach quasi nur zusätzlichen Content an. Wir haben es genannt Lifestyle-Videos. Gott. Ich hoffe, ihr mögt es. Ich weiß, dass es nicht alle mögen werden. Verständlich, weil Bafmo halt vorher was ganz anderes war. Richtig. So, jetzt aber nochmal so richtig zur Formatvorstellung. Drive and Talk. Eigentlich ist das, wir beide fahren mit einem Auto rum. Vielleicht auch mal mit einem weniger oder sowas, je nachdem, was das für ein Auto ist. Und das Auto gehört vielleicht jemand anderem. Bei einem Zweisitzer ist halt schlecht. Ne? Da kriege ich immer halt keine drei Personen rein. Wir fahren jetzt quasi einfach ein bisschen durch die Gegend, reden einmal über das Auto. Und alles klar, Bruder. Okay. Das ist typisch, ne? Ja, klar. Nee, cool, in der Kurve. Macht Sinn. Macht Sinn. Würde ich auch machen, ne? Ja. Stabil. Im Endeffekt, wir sitzen im Auto, reden über das Auto, fahren ein bisschen. Es gibt Ereignisse während der Fahrt, so wie dieses eben gerade. Richtig. Pro und Contra zum Auto vielleicht. Eventuell auch technische Veränderungen am Auto. Was hat der Besitzer vielleicht geändert oder so weiter. Das gucken wir halt, was es für ein Auto ist. Aber auch wichtig, wir fahren nicht nur getunte Autos, ne, oder sowas. Ne? Also jetzt nicht davon ausgehen, wir sind hier kein Schrauber-Tuning-Kanal, sondern Nein. Wir sind ein Autokanal. Ich finde auch so Alltagsautos gehören halt einfach in dieses Format rein. Alle möglichen Autos. Also wir haben eventuell so eine kleine Liste mit Autos, die wir in Zukunft fahren werden. Einfach überraschen müssen. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Testwagen. Wäre cool. Ich will es nicht anteasern, aber ich hoffe, dass das funktioniert. Ist ja wie geschaffen, das Format dafür. Meine Ohren. Absozial hier, ne? Ich hör's dir, der hinter mir fährt mir auch gleich in Zeck rein. Warte, wir machen das mal eben. KW-Fahrwerk, da kann ich nichts sagen, ne? Richtig. Ich würde zwar niemals so rüberkommen auf der Kamera, aber... Nein. Jetzt geht er mir wenigstens nicht mehr auf den Sack.
was für einem Auto sitzen wir denn eigentlich heute? Es ist mein Auto, im Endeffekt mein Saisonauto. Schön Wetterauto. Du wolltest jetzt ein Sommerauto sagen, damit nicht so abgehoben. Nee, anscheinend ist das abgehoben, wenn man Sommerauto sagt, ich weiß nicht. Schön Wetterauto hat es auch nicht besser gemacht, finde ich. Nee, auch nicht. Ne? Ja, wir sitzen hier in einem E46, 325, Automatik. Die ein oder andere technische Veränderung wurde hier schon vorgenommen, kommen wir später nochmal dazu. Eigentlich mal angedacht für den Alltag, ist dann doch kein Alltag mehr geworden. Irgendwie dachte ich mir dann im Winter, also ich habe das Auto, glaube ich, so Ende Sommer gekauft. Der Winter ist auf jeden Fall nahe gekommen, ich hatte keine Winterräder. Ja, guck mal drauf. An E46. War dann am Überlegen, jo, kaufst du dir jetzt Winterräder oder ein anderes Auto? Weil im Endeffekt wäre auf selber hinausgekommen. Das Auto ist noch so gut in Schuss. Bis auf die Felgen. Wenn euch das interessiert, im Podcast könnt ihr darüber mehr hören. Ja, gut, dass du das jetzt angeschnitten hast. Schönes Wetter heute. Ja, gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Positive, negative Dinge. Positiver Punkt, auf jeden Fall Fahrgefühl. Das Fahrgefühl ist Bombe hier drin. Noch kein Auto gefahren, das mir so ehrlich die Straße wiedergegeben hat. Kann ich bestätigen. Was auch richtig positiv ist, es gibt echt viele Teile noch für dieses Auto. Die Charakteristik des Motors? Charakteristik des Motors, definitiv ein Pluspunkt. Richtig. Den Motor habe ich auch lieben gelernt. Alter. Ich würde hier auch niemals langfahren mit dem Fahrrad. What the fuck? Wenn ich jetzt mir noch einen A46 kaufen würde, würde ich wahrscheinlich einen 330 kaufen als Handschalter. Das war damals halt, wie gesagt, gedacht als Alltagsauto. Deswegen, so ist es jetzt halt. Ich möchte dieses Auto nicht mehr verkaufen. Punkt. Und die negativen Sachen, das ist teuer. Vielleicht jetzt nicht so krass von der Versicherung her, aber das liegt halt auch daran, dass ich das als zwei Wagen habe. Steuer ist halt recht hoch, weil 2,5 Liter Hubraum, ne? Ist halt auch ein altes Auto. Der Verbrauch ist schon recht hoch. 10 Liter? Ja, so 10 bis 11 Liter komme ich bestimmt hin. Verbundene Kosten, die ich aber schon hatte, waren auf jeden Fall... Ich hatte Ölverlust gehabt. Mensch, hier nochmal der Hinweis, unser neuer Podcast, Ölverlust. Dadurch habe ich einen Haufen Sachen gewechselt, wo wir gedacht haben, ja, das könnte es vielleicht sein. Was habe ich gemacht? Kurbelwellenentlüftung, Ventildeckel. Was es dann aber dann tatsächlich war, vom Ölfilter des Gehäuse, da hatte ich mal noch Servoölverlust von der Werkstatt, weil die eine Schraube nicht richtig angezogen haben. Ja. Negativpunkt, die Abdichtung von den Fenstern, finde ich äußerst nervig. Ja? Ja, wenn du hier 200 plus fährst, dann ist das wie wenn du Fenster offen hättest. Ansonsten, ganz ehrlich, jedes Jahr geht halt irgendwas kaputt. Irgendwas. Irgendwas geht immer kaputt. Was mir persönlich jetzt noch einfallen würde, das Lenkrad, steht es gerade? Ja, mich persönlich stört es nicht so sehr. Es ist halt leicht schräg, weil dieser Innenraum ist so halt auf den Fahrer fokussiert. Ich mag's. Gutes Lenkrad hätte jetzt nicht unbedingt schräg stellen müssen. Also als ich gefahren bin, hat mich das mies abgefuckt. Oh mein Gott. Ja, als ich gefahren bin, hat mich das abgefuckt. Ja, glaube ich. Ja, technische Veränderungen. Was habe ich gemacht an diesem Auto? Ich habe die Abgasanlage geändert. Da ist jetzt eine G-Power dran. Die hat für mich persönlich eine Soundcharakteristik, die halt sonst kein Hersteller hat. Hergestellt wird die übrigens von Eisenmann, so ganz nebenbei erwähnt. Die Abgasanlage, die es von Eisenmann gibt, hört sich auch anders an wie die von G-Power. Ja, definitiv. Zwar von Eisenmann hergestellt, die von G-Power, aber die eigene von Eisenmann, die hört sich anders da an wie die von G-Power. Mag sich verwirrend anhören gerade, aber es ist eigentlich gar nicht so verwirrend. Komplett unterschiedlich. Gibt halt irgendwie kaum Bassige für dieses Auto. Ich weiß nicht, viele mögen halt dieses Blechernde, dieses Geschrei. Da bin ich halt überhaupt kein Fan von. Also ich mag eigentlich eher lieber dieses Dumpfe. Wäre es cool. Aber dann würde wahrscheinlich dieses Soundkonzept einfach nicht mehr aufgehen. Ja, also da müsste ich wahrscheinlich eine Klappenabgasanlage reinbauen. Ja. Ansonsten verändert, das sind M3-Felgen, ich sage jetzt einfach mal als Fahrzeugveränderung, das sind die M3-Schmiedefelgen, habe ich auch lieben gelernt. Gibt übrigens eine tolle Story im Podcast zu dem Thema. Dann Radreifenkombination auf der Felge ist dann auch ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen gestretched. Bisschen gestretched. Das Fahrwerk ist ein anderes, habe ich vorhin auch gesagt. Also ich finde es M3-Fahrwerk. Ich hatte vorher das M-Fahrwerk drin, jetzt habe ich ein KW, Variante 3 drin. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, geisteskrank. Es ist ein nochmal anderes Fahren, im positiven Sinne. Es macht richtig Bock. Also wirklich,
richtig, richtig Bock. Fahrwerk, also wirklich, kann ich empfehlen. Ansonsten habe ich noch Spurplatten und zwar nur vorne drauf. Seht ihr nochmal am Ende des Videos oder davor, ich weiß es jetzt noch nicht so ganz. Wird sich zeigen. Die erste Folge wird sehr chaotisch. Ja, wir haben uns einen Zettel geschrieben, welches Thema wann kommt. Ja, den Zettel, der liegt daheim. Genau. Perfekt. Irgendwann kommt da Routine rein, Struktur. Irgendwann, bin mir sicher. Ja, und sonst noch irgendwelche Veränderungen vor? Ich bin da halt so ein bisschen zwiegespalten. Nicht komplett verbasteln. Nee, nicht komplett verbasteln. Wird so ein paar kleine Änderungen noch geben, Innenraum und so weiter. Ich muss das Dachhimmel nochmal neu beziehen, da hinten flattert es ja schon wieder runter. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht in der Kamera. Ach du Kacke. Aha. Das fällt auch gar nicht so auf, wenn man nicht darauf hinweist, ne? Sagt mir sowas doch nicht. Ja. Na toll. Toll, jetzt kannst du auch nicht mehr drauf. Nee, das war's. Nee, passt. Da wird es wahrscheinlich auch wieder schwarz werden. Vielleicht aber auch Alcantara, ich weiß es noch nicht. Alcantara wäre krass. Das wäre krass, aber krass müsste ich, teuer. Da müsste ich auch krass viel machen. Ich meine, da vorne ist ja der Bezug schon runtergerutscht. Ne? Ja. Wenn da Alcantara dran wäre, das würde schon damn geil aussehen. So ein Dunkelgrau hätte ich mir jetzt so im Auge. Lenkrad habe ich noch vor zu ändern, zumindest mal neu beziehen. Mit den Holzzierleisten tue ich mich auch so ein bisschen schwer. Ich liebe diese Holzzierleisten. Allerdings sind die halt teilweise schon ein bisschen gebrochen. Deswegen weiß ich dann noch nicht so ganz, ob sich da noch was ändern wird oder nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall nicht beziehen. Das gleich mal vorweg abzuschließen. Das Holz. Das Holz wird nicht bezogen. Also wenn da kommt ein neues Holz hin oder es wird so glatt. So. Ja, ich beziehe das nicht. Das sieht scheiße aus. Ja. Ich dachte, so fange ich an mit Alcantara. Also ich finde es scheiße. No, ich will jetzt lieber einen Fonden. Also macht das so, wie ihr wollt. Ich finde es scheiße. So, ich möchte da gerne Holz haben. Wirklich. Finde ich geil. Gemütlich. Ja, gemütlich. Der perfekte Spagat zwischen sportlichem Auto und gemütlich einfach im Innenraum. Ja. Ansonsten, ich wollte mal einen Kompressor einbauen. Das hatte sich aber dann relativ schnell erledigt bei der Recherche, weil... Verstehe ich jetzt nicht, ne? Ja, cool, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon darüber ausgeheult habe. Meine Güte. Noch nie. Noch nie. Wäre mir jetzt neu. Völlig neu. Wäre mir jetzt völlig neu. Völlig neu, ja. Mhm. Dieses Automatikgetriebe, wie gesagt, gekauft für den Alltag. Für den Alltag mega geil. Für das Alter von dem Automatikgetriebe, muss ich sagen, macht es einen geilen Job. Absolut. Ja, das Problem ist halt, das ist ein alter Wandler. Jetzt habe ich gedacht, die zieht er raus, Herr. Ich dachte auch, das war es jetzt. Aber da hätte man es auf Kamera. Wir hätten es aber auf Kamera. Alles Content. Alles Content, ja, ja toll. Ja, also bei dem Automatikgetriebe ist es halt irgendwie so, dass der Wandler leider nicht mehr Newton verträgt, wie er jetzt schon hat. Zumindest nicht viel mehr. Ich glaube, Software könnte man machen. Ich habe mal geguckt, was waren das? 208 PS oder so. Dann würde die Kiste 250 fahren und ja. Ja, das war's. Richtig. Oh, guck mal da, da kommt was. Da kommt was, da kommt was. Oi. Schön. Mega. Schön. Fantastisch. Hier fährt auch noch so ein E30 durch die Gegend. Tiefer gelegt, BBSRS, aber in Gold. Ne? Und das sieht auch nochmal richtig, richtig geil aus. Da gibt es ja auch einen bei uns. Ja, geisteskrank. Ich find's geil. Ja. Ich find's wirklich geil. Mir persönlich wäre ein E30 zu alt. Ganz ehrlich, ich spiele ganz oft mit dem Gedanken, den E21 zu kaufen. Aber aus einem anderen Grund. Das hat mein Vater halt mal gehabt. Und ja, das ist richtig. Ja, deswegen... Finde ich eine E21 ganz geil. Dafür müsst man aber auch eine Niere verkaufen, ne? Ich glaube, die schlechten fangen bei 20.000 an. Dankeschön. 20? Ach. Kamera zu heiß. Okay, es hat sich ausgeschalten. Ja, nice. Okay, dann müssen wir halt mal abkühlen lassen. Also einen negativen Punkt fällt mir jetzt noch ein und das ist die Getriebeübersetzung. Der erste Gang geht bis 70, 80. Wenn du rausfährst, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, bei dem Facelift gab es einen Fünfgang, bei dem Vorfacelift einen Viergang. Der fünfte Gang ist halt eher ein Komfortgang, so für die Autobahn. Genau. Denn wenn ich den jetzt hier ausfahre, dann ist das halt so, dass der halt im vierten die Geschwindigkeit ausfährt. Ich kann zwar 220 im fünften fahren, aber ich werde nicht mehr schneller. Ne? Wenn ich die 240 erreichen möchte mit diesem Auto, das schafft das Auto, jedenfalls nach Tacho. Wir nehmen das, lassen was Tacho, das einfach, ne? einfach ausblenden. Ne? Das fährt dann am vierten halt bis die Geschwindigkeit komplett aus. Bei so 6000 Drehungen. 6,5, ne? Oder so, noch schlimmer, ja, perfekt. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema noch, die Alltagstauglichkeit des E46. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich das umgebaut habe und natürlich vielleicht dadurch nicht mehr ganz so alltagstauglich ist. Wobei ich immer noch sagen würde, dass ich für den Alltag mit dem Auto immer noch gut fahren kann. In die Stadt würde ich jetzt damit nicht mehr unbedingt fahren. Gerade die hohe Bordsteinkanten mit der Radreifenkombination mit den Stretchreifen ist
ganz beschissen. Dann die Höhe. Es gibt schon ein paar Bordsteine, die ich nicht mehr nehmen kann durch das KW. Gut, könnte man natürlich auch hochschrauben, aber wer macht sowas? Also Entschuldigung, ich verstehe deine Aussage nicht. Ja. Also von der Abgasanlage her, vom Lärmpegel würde ich sagen, ist es völlig im Rahmen. Es brummt. Es brummt. Hört man bestimmt auch. Wenn man die Scheiben hinten aufmacht, die zwei, dann ist geisteskrank laut. Dann ist geisteskrank laut, ja. Ja. Dann ist richtig laut. Dann hörst du das Brummen richtig. Ansonsten zum Alltag, meiner Erfahrung her würde ich jetzt sagen, passt auf, da geht doch hin und wieder mal was kaputt. Gerade bei dem Alter von dem Auto. Das weiß man auch, wenn man sich so ein altes Auto kauft. Ja, das sollte man wissen. Ich glaube, bei den einen oder anderen ist das vielleicht nicht ganz bewusst. So, Leute, das war es dann auch schon mit unserem ersten Drive and Talk Video. Ja, wir hatten gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten. Erste Folge, wir müssen Erfahrung sammeln. Wunderbar, alles funktioniert. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Richtig, ja. Ob es euch nicht gefallen hat. Gebt uns eine Rückmeldung. Was kann man besser machen? Was kann man nicht besser? Also, was kann man nicht besser machen? Was war gut? Ja, stark. Gerne Rückmeldung. Wir freuen uns drauf. Ja, die nächste Fahrt dann? In meinem Auto. Seid gespannt. Wir sind raus. Genießt noch den Rest vom Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.